Erstmals seit 5 Jahren gibt es wieder eine neue Videobotschaft von dem schon mehrfach als tot vermuteten IS-Chef al-Baghdadi. In dem mehr als 18 Minuten langen Video soll er den Verlust vieler Kämpfer und die Niederlage im syrischen Baghuz eingeräumt haben. Gleichzeitig kündigte er an, weiter gegen die westlichen Staaten kämpfen zu wollen. al-Baghdadi war zuletzt im Juli 2014 in einer Videoaufnahme zu sehen gewesen. Sie zeigte ihn in einer Moschee der nordirakischen Stadt Mosul. Damals hatte der IS gerade das Kalifat ausgerufen und al-Baghdadi zu dessen Oberhaupt erklärt. Wann und wo genau das neue Video aufgezeichnet wurde, ist unklar. Zuletzt hatte es wiederholt Spekulationen gegeben, der IS-Chef sei bei Kämpfen getötet worden. al-Baghdadi ist einer der meistgesuchten Terroristen der Welt. Auf seine Ergreifung haben die USA ein Kopfgeld von 25 Millionen Dollar ausgesetzt.